Hallo zur nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich bin noch immer Armitech, noch immer Solaris Agency und noch immer sind wir am Spielen. In der letzten Runde haben wir unser Hauptquartier bekommen, einen Zug. Ja, und ich frage mich gerade, ob unser Zug auch gleich wieder wegfährt oder ob der hier so stehen bleibt. Uns kann das erstmal egal sein. Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hier? Ich sehe schon, an irgendeinem gottsverdammten verlassenen Ort, wo es ganz viel Klötenwurst gibt. Ja. Okay. Ah, da stehen immer die Züge. Synchronisieren. Ja, das machen wir gerne. Wunderschön. London im Regen. Da unten ist unser Zug. Es ist zu traurig. Thank you.
Da werden wir jetzt mal ganz schnell rübergehen. Über die Pressfreiheit. Ich meine, ich könnte jetzt mal gucken, was wir hier vielleicht noch so machen könnten. Da muss man an das Drehbuch. Also es wird zwar beschrieben, dass hier viel Lauferei und ohne Kutschen, aber man kommt auch ohne Kutsche relativ gut zurecht. So lange dauert das nicht. Wobei natürlich Kutschen geiler sind. Jetzt habt ihr das sehen können. Auf geht's. Uhu. Gut, wir tun mal was für die Pressefreiheit. Ja. So ist es recht. Hauen die Turbo rein. GTA Horse. Da geht die Bildrate wieder ein bisschen runter, hier beim High Speed. Schön peitschen, schön auspeitschen, ja. Lauf, meine Kleine. Halt. Wenn wir schon mal hier sind, dann... machen wir gleich mal einen Abstecher hier hin. Blume. Zwing mich nicht darüber zu kommen. Oh! Lieber mal hier nicht auf den Sack hier. Nein, ich will das hier. Das ist eine gepresste Blume, die gucken wir uns jetzt mal gleich an, direkt in das ich vergesse es immer wieder, Datenbank. Fundstücke, gepresste Blume. Aber glaube, Hypericum Balearicum. Diese Pflanze der Uralter, aber glaube, die Tugend auf Erlegt, sie würde Menschen von Erscheinung und Geistern beschützt und dem Teufel austreiben, als sie noch Fogma Demogorgon genannt wurde, wurde dank moderner Brigotterie in Herrgottsblut umbenannt. Aus dem gleichen Grund wurde die auch so die irische Sonne. Ja, geil! Ja. Ach, da ist schon wieder so ein komisches, ne? Wisst schon. Ich vermute mal, dass wir da auch gleich hier Aktion machen. Eisenbahnstrecke. Da sind die ersten Aufträge wieder sichtbar, nachdem wir uns hier synchronisiert haben. Und im Hintergrund schön zu sehen auch. Geiles Zeug. Und wir nehmen ein...
ist doch cool. Na, schau mal hier, was haben wir denn hier Schönes? Das ist der letzte Fehler, den du jemals machen wirst. Ah, ja, ja. Alles klar, wir haben ja also es mit einem Templer zu tun, der halt was passiert denn, wenn wir die Templerjagd hier erstmal aktivieren? Was passiert da? Ziel mit versteckter Klinge eliminieren. Das ist wieder so ein Bonus-Ding. Mit versteckter Klinge eliminieren. Ja, haben wir denn hier so einen geilen, ich kaufe alle Klingentypen. Gut, fahren wir mal. Hallo? Ich werde dir zeigen! Lauf nicht weg, Feigling! Jetzt kann ich ihn erwischen! Schlag ihm den Schädel ab! Hier muss es doch etwas geben, das Sie interessiert. Ja, hier gibt's auch was, was mich... Doch. Ja, du interessierst mich, Vogel. Nichts als nur die Ab... Also, ich brauche Wurfmesser. Wurfmesser. Kommen Sie bitte wieder, ja? Und ich brauche hier mal so ein paar Genau, hier rüber und
Ab geht die Post. Also, ich versuche jetzt wirklich mit den Messern diesen Vogel da unten möglichst stilecht ohne Attacker-Alarm in die Ecke zu bringen. Ohne. Leck mich doch am Arsch, würde. Ja, die habe ich gemolken. Gemolken, gut, Kiste auf. Stellt der Computer immer wieder hin. Versteckter Klinge, ey, hallo, ich hab den mit versteckter Klinge. Okay, mit versteckter Klinge ist wahrscheinlich hier abmeucheln. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Glitchy über. Oh, okay, nein, noch viel geiler. Hallo? Da haben wir zum Glück Schlösser knacken gelernt. Ah!
4 Folgen. Jetzt gleich die nächste Mission. Jop. What are those brigands up to now? Was ist das denn hier los? Hey! Hochklettern. Oh, Kerl. Gib Gas. Die Presse feiert. Die Zwillinge bringen ein beschädigtes Ausrüstungsstück zu einem eng Vertrauten von Henry, um es reparieren zu lassen. Ja, das machen wir. An dieser Stelle sagen wir aber... bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir, was uns hier erwartet. Bye, bye.